Popcorn Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin Sol. Ich bin der Rockstar. Und wir gehen zurück nach Himmelsrand. Wir sind nämlich fertig im Grab. Wir haben das Stück von Wir haben eine Höhle erkundet. Wir haben das Stück von Wutrat haben wir gefunden. Das war ja unsere Aufgabe. War es das? Ja, da mussten wir dieses Puzzlestück da holen, dieses Scheiße. Okay. Ich merke gerade, dass hier was nicht gut ist, nämlich dass die Box da dran ist. Weil da habe ich so Störungen in der Ohrmuschel. Ich würde mich sowas von aufregen. Jetzt nicht mehr übrigens, jetzt habe ich die nicht mehr drin. Nur so. So, okay, dann ab nach... Ja, genau. Nein, wenn das Ding zu nah an der Box ist, dann habe ich Störgeräusche, das ist Rückkopplung. Ach so. Das meinte ich. Deswegen, ich hörte das gerade und dachte so, was ist das? Oh, guck mal da. Ich sehe Eisenerz. Ich sehe einen Hirsch. Ich sehe, der Hirsch, ja, der Hirsch ist mir egal. Ich will das Eisenerz. Ich will den Hirsch. Ich will das Eisenerz. Ach, und bisher gab es ja keine Kommentare dazu, beziehungsweise sind die Folgen eigentlich schon raus, wo wir die Erztour gemacht haben? Nee. Ich glaube nicht, ne? Die sind letzte Woche gekommen. Okay. Dann, wenn wir in der Zeitblase reden. Okay. Also zu dem Zeitpunkt, ja, die sind schon raus. Ja klar, wenn die Folge kommt, ist sie raus, aber ist ja auch geil. Hauptsache, wir wissen, was wir meinen und dann ist gut. Sicher? Ja. So. Er hat's abgebaut. So, ich muss mal eben hier bekleidungstechnisch wieder was abändern, weil das macht mich irgendwie fertig. Ach du Langweiler. Ach, besser. Dein schwulen Helm. Immer wenn ich jetzt spiele, schmeiße ich den Helm weg, dann muss ich einen neuen suchen. Ja, das wird auf Dauer uns Materialien kosten. Das ist, glaube ich, nicht ganz so clever. Ist mir auch scheißegal. So, da haben wir noch ein paar Mammuts. Leg dich mal mit so einem Mammut an. Kann ich nicht, weil der ist ein Riese. Wenn du dich mit dem Mammut anlegst, legst du dich mit dem Riesen an. F5. Und wie das ausgeht, wissen wir ja bereits. Leider, ja. I believe I can fly. Nämlich genauso. Wir müssen mal zusehen, dass wir noch eine zweite Ork-Axt kriegen. Das sieht irgendwie scheiße aus mit zwei verschiedenen Sorten. Eigentlich nicht. Die linke Hand repräsentiert die dunkle Seite der Macht. Die rechte, die helle Seite. So. Und zusammen sind sie grau. Ah, okay. Oh, Silbererz. Braucht doch kein Schwein. Doch, wir brauchen das. Und wenn es nur dafür da ist, dass wir schmieden lernen. Da kenne ich nichts. Sehe uns jetzt schon wieder zu den Händlern laufen, wie gestört. Dein Ernst, das sind zwei. Bleiben wir der Linie treu, das machen wir diese Folge so. Und sonst so. Komm, bau ab, du Sau. Da regst du dich über meinen Scheiß auf. Ja, weil ich, jetzt muss ich dasselbe machen. Du zwingst mich dazu. Alter. Ja, genau. Ohne Scheiß, wir haben voll das Beifahrersyndrom beim Spielen. Das was? Das Beifahrersyndrom, kennst du das nicht? Nee. Der Beifahrer hängt immer, mach das so und so, jetzt fahr doch da lang. Und das machen wir andauernd bei Videospielen. Ach so. Ja, dann hängen wir da, ey, du verschwendest Zeit. Und dann ist der andere dran. Ah, du verschwendest Zeit. Das geht's ja die ganze Zeit. Also Leute, merkt euch, das Beifahrersyndrom. Ja. Soul hat's erfunden. Wer hat's erfunden? Alle. Ja komm, hier. Mach doch mit E. Nein. Du hast dich darüber aufgeregt. Ich möchte. Ich möchte nicht, dass du dich aufregst. Ich krieg dann Angst vor dir. Okay. Okay. Siehst du, jetzt bin ich noch eine Runde schwimmen gegangen und komm nicht raus. So, wir geben hier mal ein bisschen Gas. Wir wollen zurück nach Weißlauf. Ein bisschen Erze schmelzen und sowas. Da ist ein Wolf. Der wird uns garantiert angreifen, wenn wir ihm nicht zuvorkommen.
Ein Hirsch, ein Hirsch. Wenn wir Glück haben, tötet er den Hirsch, dann können wir den gleich mitlooten. Ach Quatsch, der wird den Hirsch nicht töten, der Hirsch ist ein edles Geschöpf, was dem Wolf entkommt, in jeder jegliche Hinsicht. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Das ist genau wie mit dem Fuchs hier. Das ist ein Wolf. Das war ein Fuchs. Das war der Fuchs aus Avatar, der die Wände hochlaufen kann. So. Fuchswolf. Okay, es war ein Fuchswolf. Es war ein Fuchs. Whatever you say, Ponytail. Alter, ernsthaft? So nah an der Stadt gibt's ein Erzvorkommen? Das bewahren wir uns für später auf. Weil hier kommen wir eh noch 5 Millionen Mal dran vorbei. Sicher? Klar, das ist doch direkt bei der Stadt. Also das haben wir jetzt schon vergessen. Pass auf. Ja, da hast du recht. Wenn die Staffel zu Ende ist und wir das jetzt monatelang nicht mehr spielen, dann haben wir vergessen, dass da was ist. Aber so haben wir dann um die Ecke was, was wir finden können und worüber wir uns freuen. Siehst du? So. Aber wir lassen es immer wieder aus, um uns immer wieder neu zu erfreuen. Ja, aha, genau. So machen wir das. So, als erstes schmelzen wir ein wenig. Sonstiges. So, hier. Guck, wir können auf jeden Fall 3 Silberbarren machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir jede Menge Eisenbarren machen. Warte, das kann man auch anders machen, glaube ich. Nehme ich so. Ohne Scheiß, da kannst du auch einen Remix draus machen, oder? So, sonst können wir hier nichts machen. Das Erz haben wir so mit eingeschmolzen. Dann werden wir mal eben fix ein bisschen Schmieden leveln. Bin ich mal ganz stark für. Kaiserlich. Oh, wir könnten kaiserliche Sachen machen. Das ist natürlich lustig. Mich interessiert aber vor allem das hier. Stahl. Ich würde sagen, den Stahlhornhelm, oder? Mir ist es egal. Okay, dann mache ich den. Damit hat unser alter Helm ausgedient. Objekte, Bekleidung. Wo haben wir denn? Da ist er. Der ist im Standard schon viel besser als unser. So sieht er dann aus. Zack. Für den Fall, dass du dich jetzt fragst, warum ich mich von vorne sehen konnte, das geht, wenn du die Waffen wegsteckst. Meine ich, mich erinnern zu können. Ja, ich weiß, oder sage ich dir das jetzt? Du hast gerade eben noch gesagt, dass das nicht geht. Ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig. Guck, siehst du, wenn du die Waffen gezogen hast, geht das nicht. Ja, dieser unbändige Hass, ne? Wir hätten uns vorher noch schlafen gehen legen sollen. Wir gehen mal eben hier vor der Haustür warten. Wir lehnen uns hier mal so eben an und warten jetzt mal eben schnell. 6 Stunden. Schlafen dabei ein, läuft schon. Ist ja auch ein Feature, was ich eigentlich nicht zu oft nutzen will jetzt im Let's Play. Einfach weil es sonst, glaube ich, irgendwie doof wird. Aber ab dem Punkt, wo wir das Häuschen hier besitzen, dann hat sich das sowieso erledigt. So, nein. Sind es anscheinend beide drin, die faulen Säcke. Dann gehen wir eben verhökern und dann heißt es, so. Wir haben kleine und große. Werft einen Blick darauf. Erstmal le Waffen. So. Was können wir denn loswerden? Die 2 Hände können wir loswerden. Die Silberschwerter können wir loswerden. Die Stahlbolzen brauchen wir nicht. Doch. Nein, brauchen doch wir nicht. Nein, die brauchen wir nicht. Auf jeden Fall. Nein, die brauchen. Yes. Ruhe da. Die brauchen wir nicht. Ich weiß das. Weil das andere Ding werden wir jetzt gleich ja entzaubern und dann ist das eh weg. Genauso wie die Zwergenarmbrust der Dingensbummens. Bekleidung! Die wollten wir verhökern, die wollten wir kaputt machen, deswegen behalten wir die mal noch. Wieso wollten wir die kaputt machen? Weil ein höheren Schaden von 20%, das kriegen wir besser hin. Das andere Ding, das ist halt schon immens hoch, dieses mit 60% Frostresistenz. Deswegen will ich das eigentlich nicht kaputt machen, genauso wie das hier mit Tragfähigkeit. Wenn wir mal schon Seelensteine und Masse haben und das direkt wieder verzaubern können, dann würde ich das gerne machen. Aber hier auch, weil Schießkunst nicht unser Hauptdingen ist.
Ein Gold. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Das glaube ich gern. So, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schmieden, weil ich muss ein wenig Leder loswerden. Warte, ich glaube, Leder können wir auch noch machen, ne? Kann das sein? Sonstiges? Ja, können wir. So, haben wir noch zwei Leder übrig. So, wir machen uns mal eben fix wieder. Brauchen wir so die Iron Daggers. Schon haben wir wieder ein Level up. Warte, was brauchen wir für so eine Tasche? Wir haben ja die mittlere schon gehabt. Zeit, ich glaube, irgendwas schwierig. Welche haben wir denn noch nicht? Welche Zeit? Front, back, right. Ah, und Back Left. Okay, die Front Left haben wir noch nicht. Front Left, was fehlt uns dafür? Alles. Okay, dann vergessen wir das. Dann war ich gerade zu voreilig. Was soll's? Ich habe hier. Ja, ich sage nicht, dass ich die besten Waffen und Rüstungen. Hier haben wir nix. Bekleidung. Nein, Waffen waren's. Genau, nehme ich alle. So, weg damit. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, machen wir. Jetzt lass mich hier raus. Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier um. Hast du doch nicht so. Ja, doch, ich will ja noch was machen in der Folge. Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles steht. So, wir verhökern wieder. So. Ne, Waffen haben wir, glaube ich, nix, ne? Ne, Bekleidung. Den goldenen Ring, der kann weg. Die Halskette der Alchemie können wir entzaubern. Einen hiervon können wir verkaufen. Wir können nämlich nicht doppelt entzaubern. Deinen Kupfer, dir nehmen wir die auch mal los. Einfach, um dich nicht mehr in Versuchung zu führen. Schriftrollen. Hier kannst du alles... Ach, scheiße, der hat wieder keine Kohle mehr. Essen. Nö. Zutaten, da können wir mal ein bisschen was loswerden. Die Frostsalze will ich noch behalten. Knochenmehl nicht. Das nicht. Salz behalten war. Das kann alles weg. Das kann auch weg. Der Vampirstaub kann weg. Und natürlich auch das. So, Bücher. Kann weg. Funken wollten wir hell sehen. Genau, das wollte ich ja noch lernen. Untote Ver- Ja, wieder zu wenig Kohle. Okay. Dann müssen wir die Wonders loswerden. So, dann erstmal nach Jorvaska, würde ich sagen, damit wir die Quest abgeben können. Jetzt muss ich mich selber gerade orientieren. Da ist Jorvaska, ne? Nee, Quatsch. Das ist die Dingens. Wir müssen hier hoch und dann nach rechts. Oh, der hat's aber. Der hat's genauso eilig wie ich. Das ist auch geil, hier so ein Plätzchen mit rundem Bach drumrum. Offensichtlich müssen wir die draußen ansprechen, weil ansonsten wäre der Fall ja drin. Guten Tag. So, wo seid ihr? Ach, da vorne. Okay, Kinders. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt.
Dein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Okay. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ausgezeichnet. Damit haben wir die Quest aufgelöst. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Sehr gut. Abgeschlossen. So, ich würde sagen, alles weitere später bei ihm. Wir gehen natürlich auch noch ein wenig entzäubern. Warte, kann man hier abkürzen? Nein, kann natürlich. Ja, ich will ja so ein bisschen Platz kriegen im Inventar, weil ich ja weiß, was uns gleich erwartet. Daher, hier ist das Geilste. So, hier, das ist zum Beispiel einer der Schreine. So, alle Krankheiten geheilt und jetzt haben wir den Segen von Talos. Das führt dazu, dass die Drachenschreie sich ein bisschen schneller cooldownen. Ich hoffe nur, das verträgt sich auch mit dem Mod. Nein. So. Dann wird jetzt einmal krass entzaubert. Wie gesagt, ich bin vor allem gespannt, ob wir die Bolzen entzaubern können. Und dann wird ein wenig hauptgequestet. Ich denke, das läuft sogar noch ganz gut aus in dieser Folge. Weil ich habe schon eine gewisse Vorstellung, wie die Folge enden soll. Ja, und, dann mach du mal. Ja, und wenn die so endet, dann ist das echt pompös. So, die kann weg. Ja, ich weiß. Die kann weg. So, bei denen habe ich ja gesagt, die will ich auch entzaubern. Einfach damit wir das haben. Da, 60% ist schon Hardcore. Tränke werden wir nicht brauchen, deswegen können wir die auch direkt entzaubern. Gesundung, Schmiedekunst, da profitieren wir momentan zu viel von. So. Dann nochmal eben Bekleidung. Ach, siehst du, die Halskette der geringen Magiker, die wollte ich auch noch entzaubern. Oder taucht die da drin gar nicht auf? Hast du jetzt angelegt? Nein. Wenn du die angelegt hast. Halskette der geringen Magiker, ausgegraut. Ja, das bedeutet, wir haben den Zauber schon. Das heißt, wir können die verhökern. Gott sei Dank können wir auch bei ihm ein bisschen was verkaufen. Euch. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Will ich, ja. So, hier, das können wir wegmachen, das können wir wegmachen. Das Kopfgeld haben wir schon geholt, deswegen kann der auch weg. Ruf zu den Waffen. Okay. Ach guck, den Stab der Zombies können wir auch nicht loswerden. Den können wir auch noch verhökern. Sonstiges. Ach guck mal, wir haben sogar eine armselige Seele und eine schwache. Cool. Mehr können wir an ihn nicht verhökern. Wenn okay. Ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest. Ja, das machen wir irgendwann. Nur nicht jetzt. Weil wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Körper! Talos ist der wahre Gott der Menschheit. Vom Fleische emporgestiegen, um das Reich des Geistes. Es macht mich ein bisschen nervös, dass hier einfach ein Schild rumliegt. Ach, den hat er vergessen in seiner Saufnacht. Okay. Das könnte natürlich auch sein. So, wir holen uns erstmal die neue Stufe. So, wir machen wieder Gesundheit. Zack. So, einhändig haben wir... Nee, können wir nicht. Doppelwirbel können wir auch nicht. Die anderen Sachen, die lohnen sich halt nicht, weil wir ja nur mit Echsen rumrennen werden. Was kriegen wir hier gut ausgestattet? Ja, ich würde sagen, ne, hier, Rüstungsbonus. Können wir direkt mal nehmen. Kriegen wir jetzt nämlich nochmal ein bisschen mehr Verteidigung. Thalia, macht ihr je mit den Khajiit-Geschäfte? Sie würden den Stahl eures Mannes bestimmen. Lustig wird das nachher, weil du kannst nachher einen Perk verteilen, damit schwere Rüstung, die du trägst, nichts mehr wiegt. Das ist so der Punkt, wo wir gewonnen haben, weil dann ist die Rüstung, die wir anhaben, nichts mehr an Gewicht da. Journal war das, glaube ich. Ja, so, hier, das können wir ausmachen. Nee, das wollten wir auch noch nicht machen. Der Aufstieg des Drachen. So, dann machen wir wieder hier Querfeld ein. Wie sieht das überhaupt dingsmäßig aus? Querfeld ein, ganz wichtig. Ja, 208, ich denke, das ist gut. Hälfte Inventar leer, damit können wir, glaube ich, arbeiten. Ein springender Ork.
Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Jo, wenn du das sagst, dann glauben wir das immer. Ich? So, ich glaube, der Turm ist das, wo wir hin müssen. Hier irgendwo muss die gleich rumturnen. Da vorne steht sie schon. Ah, der raucht da aber ziemlich stark, der Turm. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, würde ich mal so sagen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit ganz viel Scheiße. Offensichtlich. Dass wir uns jetzt natürlich langsam ran. Wir müssen ja hier ein bisschen Spannung aufbauen. Der Westen. Meinst du wirklich? Ja. Wieso hast du es jetzt nicht durch? Hast du es durch? Los. Los. Nein. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Wo kommt er? Ich sehe ihn nicht. Talos, rette uns. Es ist ein Drache. Der Gen, ja. Komm runter, du Sau. Ja. Bitte? Murmeltier. Ja, ohne Scheiß. Was macht der hier gerade mit uns? Wir sollen nach unten. Die Saukopfsaunase. Ja, tschüss. Ja, ich merke das auch. Warte mal eben. Ich werde mir mal eben den Bogen verlegen. Den orkischen Bogen haben wir nämlich noch nicht in den Favoriten. Und weil das jetzt ja auch ein Gegner ist, der so ein bisschen härter ist, nehmen wir da auch mal bessere Pfeile. Namentlich die. Dein Ernst? Jetzt kommst du runter. Dein fucking Ernst? Ne, die wollte man nicht mehr. Die Eisenkriegshaxe, fein, brauchen wir nicht mehr. Zack, zack, zack. Da. Holla, Gott sei Dank haben wir jede Menge Heiltränke, ey. Warte mal, wir brauchen auch Ausdauertränke, definitiv. Wo haben wir die denn? Das können wir ruhig mal nehmen. Starke Ausdauer. Drecksau. Du bist gleich tot. Ah nein, keine Sorge. Wir haben noch ordentlich Heilung. Brauchen wir noch das wieder? Haben wir noch irgendwie was anderes Geiles? Nee, ne? Ja, komm, probieren wir mal aus. So viel bringt uns der Zaubertrank eh nicht. Wo ist der denn jetzt hier? Ach, da. Das Problem ist jetzt natürlich, jetzt darfst du nicht hasten, weil wir brauchen jetzt die Ausdauer. Nein, nicht Heilung. Oh. Jetzt hab doch. Da brauchen wir definitiv noch ein paar Tränke. Ausgezeichnet. So, und hier kann ein Bug vorkommen. Nämlich, dass man die Drachenseelen nicht absorbiert. Deswegen muss man sich dann auf unoffiziellen Patch runterladen. Okay. Unter Schrei im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbitterliche Macht ausrüsten. Machen wir natürlich. Magie. Schreie. So, hier. Feueratem hätten wir auch. Wir haben jetzt gerade unerbitterliche Macht gelernt. Oh, haben wir gerade gemacht. Wir haben Fuß eingesetzt. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut.
Drachenblut, wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut leben. So, hier können wir natürlich erstmal wieder looten, wie verrückt. Ja, die kannst du behalten. Genauso wie das und das. Ich glaube, das ist, weil er eine Wache gefressen hat. Adam geboren worden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Lord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu ver... Warte mal, was haben wir denn... Was steht denn jetzt noch im Journal? Erstatte Jarl Bargruf Bericht. Das okay. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Okay. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Ja, ist gut. Wie? Wurz das jetzt nicht... Nee, es ist, die labern jetzt normalerweise danach nur noch belanglosen Scheiß. Also das mit Irelit war das letzte irgendwie Wichtige. Und wir sollen ja nach Jarl Barak-Ruf. Weil ab einem gewissen Punkt fangen die an, sich zu wiederholen. Dann kommen die immer wieder an, oh, ihr habt einen Schrei benutzt und pipapo. Ja, nee, komm. Die paar Meter hasten wir jetzt nicht mehr. Das lohnt nicht mehr. Ja, da hat es mal eben gedonnert. Und ich finde, das ist doch ein optimaler Schluss für die Folge, quasi. Ne? Weil das wollte ich unbedingt drin haben. Ich dachte, so beenden wir die letzte Folge von Staffel 1. Dass die Graubärte von oben runterrufen. Ich habe nach euch gesucht. Was ist das denn? Ich soll euch etwas liefern, dein Gesicht ist komisch. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Da gucken wir auch noch eben rein, weil das interessiert mich jetzt, weil ich das selber nicht mehr weiß. Ah, okay. Ja, könnt ihr selber lesen. Interaktives Let's Play und so. Der Jarl erlaubt uns ein Häuschen zu bauen. Okay. Damit dürfen wir jetzt in der Nähe vom Flusswald unser erstes eigenes Hain errichten. Und das heißt, ab jetzt sind Eisenbarren wichtig as fuck, weil das brauchst du ständig für den Häuserbau. Einer der Gründe, warum ich auch so früh eine Eisentour gemacht habe. Einfach damit wir davon erstmal ordentlich was haben. So, ich würde sagen, dann hier in Weißlauf. Ihr habt es geschafft. Ja. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, ist gut. Das werden wir jetzt öfter hören. Hier in Weißlauf werde ich dann auch die Folge beenden und sage an dieser Stelle see you guys. Und ja, schaltet im normalen nächsten Projekt ein und freut euch auf Staffel 2 von Skyrim. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.